und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Waldelfen. Und wir haben im letzten Teil... Ja, also wir haben den Krieg nicht angefangen, aber uns wurde der Krieg erklärt. Von Tirvana. Keine gute Sache auf jeden Fall und ich denke mal, wir werden uns, Moment, als erstmal brechen wir das wieder ab. Ich sag dazu noch gleich was, das war es, was ich total vergessen habe. Innerhalb der nächsten 5 Runden, wenn wir das Ding hier bauen, ne, und fertigstellen, dann wird sich eine 4er-Full-Stack-Armee Tiermenschen auf den Weg machen und uns von hier aus... Ne, Moment, ich glaube, es sind sogar 5 Full-Stacks Tiermenschen und die werden uns dann hier besuchen und deswegen lassen wir uns hiermit noch ein kleines bisschen Zeit und werden die dann erst später aufsuchen. So, also ganz kurz, das Ding, was wir jetzt ja haben, ist folgende Situation. Da ist eine relativ große Armee drin. Und wir haben einen Verbündeten hier in der Nähe. Lass mich mal kurz überlegen. Und der Verbündete hier, der wird jetzt hier natürlich die Heldin angreifen. Tatsächlich wird die KI das sogar machen, was ich ihr hoch anrechne. Das Grundproblem bei der ganzen Sache ist nur, dass er keine Chance dagegen hat und sich halt total von den vermöbeln lassen wird. Und das macht es für uns dann wieder relativ schwierig, hier sinnvoll weiterzukämpfen. Auf der anderen Seite, wir haben das Problem, wenn... Das ist gar keine so schlechte Armee. Und wir würden es wahrscheinlich auch schaffen, wenn wir gegen die Garnison und gegen diese Armee und gegen diesen Helden kämpften. Dann würden wir es wahrscheinlich auch schaffen. Ich überlege sogar fast... Moment mal, wenn er den Angriff macht und er halt einfach... den Hauptschaden mitnimmt... Ja, wir können ihn vielleicht ein bisschen ausnutzen für unsere Zwecke. Also wir werden ja nur als Verstärkungsarmee dazukommen, denn ich werde das nicht schaffen, hier die Stadt sofort anzugreifen. Aber wir können halt hier bis an diesen Radius heran. Ihr seht's hier. Und wenn er dann die Stadt... Er wird die Stadt belagern erst runter, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich auch den Befehl gegeben habe. Wahrscheinlich wird er das so oder so machen. Wenn er dann aber diese... Wir hätten dann das Problem, dass er die Stadt vielleicht unter Umständen sogar direkt einnimmt, ne? Ne? Da müssen wir mal gucken. Wir haben auf der anderen Seite halt hier auch noch einen Pfadschleicher, den wir als Helden jetzt hier in die Armee reinpacken könnten. Ich bin da aber noch nicht so angetan von. Hier hin. So. Denn, er ist aufgrund der alphabetischen Reihenfolge vor ihm dran. Anfangsbuchstabe C, Anfangsbuchstabe A. Das heißt, er wird zuerst hier den Angriff starten können. Das ist in der Situation jetzt ein riesiger Vorteil natürlich. Du reduzierst ja nur den, genau, ja, die Erfolgswahrscheinlichkeit anderer Helden. Wir werden also, bevor wir die ewige Eiche ausbauen, werden wir lieber hier die Möglichkeiten nutzen, um unsere Siedlung ein bisschen auszubauen. Das können wir hier definitiv besser gebrauchen. Wir könnten hier noch ein Gebäude für mehr Wachstum errichten und das halte ich sogar für eine sehr sinnvolle Sache. Genau. Wir werden auf der anderen Seite hingehen und das Gebäude abreißen. Und stattdessen hier einen Reitstall hinbauen. Wir haben jetzt genügend Einheiten rekrutiert. Aber wir werden hier einen Reitstall hinpflanzen, denn der muss sich entsprechend weit entwickeln.
Und mit dem können wir was anfangen. Wir haben unseren anderen Helden ja noch, ne? Den Isrotot. Aber den brauchen wir. Brauchen wir den jetzt? Noch, den brauchen wir noch nicht. Er ist aber Angreifer, ne? Jetzt muss mir nur jemand erklären, warum ich die Klingenstandarte nicht zuweisen kann. Naja, okay. Das wäre ein großer Vorteil, wenn wir das auto-resolven würden für uns. Aber wenn man schon die Möglichkeit hat, so eine große Schlacht zu schlagen, dann sollte man das auch selbst machen. Ich vergaß übrigens. Na, die kommen alle so hinter dem jeweils anderen. Oh, das ist ja ultimativ Kacke. Unser Verbündeter wird natürlich blindlings den Berg da hochstürmen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 das ist ja mal echt Kacke. Aber wartet, das ist ja keine Belagerung in dem Sinne, ne? Oder ist das doch... Ist das so eine Waldelfenbelagerungsschlacht? Weil die Aufstellungszone von ihm ist halt gigantisch groß, ne? Und man sieht ja hier so einen riesigen Baum und hier so... Ne, ich weiß nicht. Okay. Starten wir mal das Gefecht. Als erstes. Das Dumme ist halt, dadurch, dass er auch rennt, nimmt er unseren Truppen, die jetzt als Verstärkung aufs Feld kommen, die Chance, in einer angemessenen Geschwindigkeit vorzustoßen. Das heißt, unsere Truppen werden vollkommen erschöpft sein, wenn sie da oben ankommen. Ich werde meinen Männern keine Ruhe gönnen können. Gönnen können, klingt toll, ne? Ja. Kann man der KI irgendwelche Befehle hier geben? Kann ich meinem Verbündeten hier in irgendeiner Form einen Befehl erteilen? Lass den Nahkampfmodus mal noch aus. Einheitendetails interessieren hier nicht. Liste der Zauberer ebenso wenig. Das Menü bringt mir auch nichts. Nein, kann ich nicht, oder? Er wird blindlings, wir sehen es ja hier, er wird blindlings drauf losrennen. Wenn er gehen würde, das würde hier schon was bringen. Aber er rennt. Er rennt. Das ist extrem scheiße. Jetzt ist aber auch nicht die Zeit, um das herauszufinden. Ich überlege übrigens, die Waldläufe aufzulösen, weil die so ultimativ teuer sind. Na, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier erstmal als Einsatz für unsere Wildreiter sehe. Du hast angehalten, das ist so dumm. Ist es hier die Flanke hoch zu marschieren? Genau, und eben solche Einheiten zu attackieren. So einen Helden vielleicht mal überfallartig zu rushen.
Und wir müssen hier natürlich unseren Helden einsetzen. Können wir schon einen Zauber platzieren? Nee, ne, der ist noch zu weit weg. Achso, da muss ich eigentlich gar nicht pausieren. Das kann man ja so gucken, ne? Der schießt natürlich auf unsere Kavallerie, das ist klar. Wir müssen ja wirklich... Achso, ne, du hast noch gecastet. Wir müssen ja wirklich aufpassen, denn... tatsächlich... ist das für uns sehr gefährlich. Genau, beweg dich mal dahin. Wir stehen schon drin in seiner Fernkampfkavallerie. Gut, ich muss mal gerade gucken, wo ist mein Held? Schön, der nimmt es gerade da mit seinen Einheiten auf. Den haben wir gleich in die Flucht geschlagen. Ja, jetzt habe ich schon mal schön viele Einheiten verloren hier. Dann müssen wir dringend aufpassen auf ihn. Achso, nö, nö, warte mal, mach mal du weiter. Ja, komm hier, was haben die denn für eine Reichweite? Junge, Junge. So, da ziehen wir jetzt mal gerade. Alles ein bisschen länger. Du kriegst halt echt einen Dreck hin, ne? Versuch dann komm hier hinten hin. Komm, da kannst du ein bisschen mit den regulären Fernkämpfern spielen. Ja, du verfolgst bitte hier, du greifst hier an. Du greifst hier an, wir treiben die jetzt so ein bisschen vor uns her. Du greifst hier an. Wir müssen mal gucken. Momentan sind die ja noch relativ gut beisammen. Stopp, komm mit dem Held hier hoch. Ah, guck mal da. Wer kommt denn da angeschissen? Das ist doch die Kavallerie. Da laufen wir doch mal hinterher. Unsere Weight Watchers. Die sind eigentlich auch ganz gut unterwegs. Die können gleich mal hier... da könnt ihr mal hier Fokus feuern, bitte. Komm hier. Ich muss mal ganz kurz die Kräfteverhältnisse checken. Das ist noch halbwegs ausgewogen. Das liegt auch daran, weil die Armee meines Verbündeten ja jetzt gerade so mehr oder weniger komplett flieht, ne? Entschuldigung, ich trinke auch bei den Gelegenheiten gerade einen Schluck. Ich mache jetzt hier, das wurde in einem Video mal angemerkt, dass ich da nicht so viele Kommandos geben soll, während ich pausiere. Das stimmt natürlich. Das ist in der Tat jetzt nicht so toll. Vollkommen richtig. Ich will mir aber gerade mal hier so ein Bild davon machen, wer kämpft da jetzt? Ach nee, die haben einen Baummenschen dabei, das ist natürlich nicht so cool, ne? Wobei der Held ist frisch, ne? Der schießt wahrscheinlich auch nur. Ja. Immerhin, ne, wenn wir jetzt hier ein bisschen jagen können, dann ist das schon mal gut, ne? Wahrscheinlich. Also im Idealfall. Ach, guck mal da, die sind da einmal durchgeritten und lassen die jetzt abhauen. Das ist aber freundlich. Ich würde eigentlich auch sagen, ne, da können wir hier weiter verfolgen. Und wir schauen mal, dass wir noch ein bisschen die...
dass wir noch ein bisschen die Fernkämpfer vielleicht dezimieren von ihm, damit wir die Möglichkeit haben, mit unseren Fernkämpfern dann, wenn wir dann die Stadt angreifen. Also ich glaube, ich werde tatsächlich flüchten mit meiner Armee, damit ich die Stadt nachher kriege. Ich glaube, ich werde nachher tatsächlich flüchten. Und hier greifen wir hier an. Ich habe hier dummerweise nur magische Pfeile. Komm hier, Riders on the Storm. Into this world we're born. Ja, großartiges Lied von den Doors übrigens. Nee, warte. Ja, die schießen die Einheiten komplett zusammen. Sieht man da sehr schön. Du hast dich übrigens so. Ach, guck mal da, da sind meine Nahkampfeinheiten noch, ne? Ja, weiter, weiter. So, wir ignorieren jetzt mal gerade seine Kaff. Fiese ist halt, man hat eigentlich keine Chance hier gegen so eine kitende KI. Aber sich über die KI bei Total War Spielen zu beschweren, das würden die Japaner mit einem Sprichwort als Abura Ouru, als Ölverkaufen bezeichnen. Das ist einfach nur aufgeregt für Nickes. Ach, guck mal, der kommt wieder. Ah ne, jetzt ist er auch weg. Okay, super. Können wir jetzt hier weitermachen? Du kannst hier angreifen. Ne, warte mal, du treibst den hier runter. Während du hier verfolgst. Schade, du bist da in die Kriegstänzer reingerannt. Das ist unglücklich. Du kommst doch mal raus. Du kommst da auch mal raus gerade. Komm mal zurück hier. Bitte greif hier weiter an. Wir machen hier einmal diesen. Kannst bei der Gelegenheit auch einmal den hier machen. Die KI schafft das hier leider, eine sehr komplexe und unübersichtliche Schlachtfeldausstellung zu produzieren, mit der ich jetzt persönlich überhaupt nicht zufrieden bin. Das ist auch in der Regel leider immer zum Vorteil der KI, weil die einfach an mehreren Fronten besser gleichzeitig kämpfen kann als wir. Und unsere Leidtragenden, die seht ihr hier, das ist die Kavallerie, die hier nochmal unter Beschuss genommen wird. Ne? Und auch hier muss man ganz klar sagen, auch hier ein großer Nachteil für uns. Die Einheiten, ich will gerne, also die Wildreiter, die sollten wir schon behalten. Das ist eine wichtige Einheit. Ne, warte, schieß doch bitte. Schieß doch auf ihn weiter. Oh, kannst du noch? Ne, ne, kannst nicht mehr. Schade, der ist schon weg. Ich muss hier so ein bisschen an Edward the Longshanks denken. Der, ja, 17 Einheiten noch, aber okay, ich glaube, das müssen sie überleben. Du hast natürlich, wie sich's für eine ordentliche eine gehört, vor denen angehalten. Okay. Das heißt, die Einheiten werden wir hier verlieren. Ich will nur die, ich will die auf gar keinen Fall verlieren. Komm raus. Warte mal, du hast doch einen Skill. Warum benutzt du den doch?
Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich die besseren Chancen habe. Wenn wir uns jetzt zurückziehen. Ich meine, die Garnison ist sehr stark geschwächt. Haben wir den Helden da oben erwischt? Ne, der ist abgehauen, oder? Verfolg mal besser, nicht? Unsere Armee ist jetzt mittlerweile kräftemäßig deutlich überlegen. Wir würden das also mittlerweile deutlich gewinnen. Deswegen flüchten wir jetzt. Ah, schade, wir haben schon gewonnen. Okay, machen wir Gefecht beenden. Ich würde sagen, wenige Sekunden, bevor ich jetzt geflüchtet wäre. Hauptsache, wir haben unsere Ritterchen behalten. Oh, krass. Okay, wow. Unser Verbündeter will die Stadt bekommen. Heftig. Ja, wir nehmen natürlich das Geld. Naja, okay, gut. Hauptsache, der Gegner ist weg. Wir haben den Stärketrank bekommen. Und einen neuen Level. Bitte direkt skillen. Okay, wir haben schwache Truppen verloren. Keine überaus wichtigen, wie ich finde. All hail Colonels. Ich weiß nicht, ob ich bei ihm dazugehen soll. Ich weiß noch nicht, ob ich bei ihm in die Armee mit dazugehen soll. Ja, doch, komm, mach mal. Komm, geh mal Held hinzufügen. Wir bauen hier den Musterstein hin. Ja, in der Stellung können wir nicht rekrutieren, das ist schade. Wir können dich aber aufwerten für 3000. Und wir können dich auch aufwerten. Gut, okay. Wir gucken mal ganz kurz. Also es wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn wir hier ein bisschen strategisch hätten spielen können. So, ich wollte mich gerade zurückziehen, aber ist okay. Ich meine, das ist einfach auch eine krasse Schlacht gewesen. Es ist halt schade, wenn unser Verbündeter halt in so einer Situation, wenn der ein bisschen besonnen reagiert und einfach mal warten würde, bis Verstärkung da wäre, dann hätten wir hier viel besser unsere Truppen schonen können. Ich glaube, es ist aber auch deutlich geworden, dass wir uns auch gegen Tiermenschen und so nicht auf unsere Fernkämpfer verlassen können. Also tatsächlich, was man wirklich merkt bei den Waldelfen, ist die enorme Reichweite. Das unbenommen, ja. Und dass sie halt in Bewegung schießen können. Ne? Also nur nochmal für all diejenigen, denen das, also mir ist es ja erst im ersten Teil aufgefallen. Da hat dann noch ein Zuschauer darauf hingewiesen, man solle auch beachten, welche Form der Radius um die Einheiten hat. Und wenn der rund ist, dann kann man eigentlich auch sehen, dass die Einheiten in Bewegung schießen können, wie berittene Bogenschützen und so. Nur nochmal danke für den Hinweis auch an der Stelle. Dass sie in Bewegung schießen können, ist ganz wichtig, klar. Und sie haben aber in erster Linie eine hohe Reichweite. Sie machen halt nicht mehr Schaden. Und das ist einfach ein Manko, was man versuchen muss zu kompensieren. Aber gegen die KI ist das generell, gegen KI-Einheiten ist das generell sehr schwierig. Wir haben jetzt halt mit dir ultimativ gute Beziehungen, ne? Das ist halt sehr schön schon mal. Faxina!
Credula Abusca. Super, wir haben ein Handelsabkommen mit dir geschlossen, das ist schön. Militärischen Zugang willst du aber noch nicht, das wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis das geht. Ja, vielleicht, wenn wir ihnen auch tatsächlich den Krieg erklären, das müssen wir mal gucken. Wir müssen nicht alles diplomatisch lösen. Das ist auch so ein typischer Kandidat für eine Kriegserklärung. Die sind auch schon im Krieg mit jemand anderem. Just saying. Lord of the Forest. Ja, gut. Okay. Wir bewegen uns weiter nordwärts. Ich habe jetzt einen großen Nachteil, dass ich hier keine gescheite Infanterie gerade bauen kann. Weil ich das Gebäude abgerissen habe. Wunderbar. Aber das tut's jetzt an der Stelle auch erstmal. Protector of the Oak. I am called forth. I will make it so. Ich werde das Gebäude auch gleich nachher nochmal in einer anderen Stadt nachbauen. Wir können es zum Beispiel hier hinpflanzen. Aber lass mich nochmal gucken. Moment, Moment. Ja, wäre halt... Ich würde eigentlich gerne hier so eine Zaubersängerin rekrutieren. ...155, das ist ja schon bald wieder soweit, ne? Hier können wir dann, ja. Ja, nimm die dreimal mit, komm. You may keep your lying. Können wir eigentlich schon jemanden in unsere Konföderation aufnehmen? Da muss man auch so ein bisschen drauf achten. I will not believe a word you say. But speak anyway. Oh, Moment.